Die deutsche Automobilindustrie engagiert sich in der Rallye-Weltmeisterschaft. Deshalb braucht Deutschland einen Weltmeisterschaftslauf. Mit dieser Begründung schickte sich der ADAC an, ein Pilotprojekt, die ADAC-Rallye Deutschland, auf die Beine zu stellen, um dieses Ziel, einen WM-Lauf nach Deutschland zu holen, in nicht allzu ferner Zukunft zu verwirklichen. Die zweite Auflage dieser Veranstaltung zählte zur internationalen deutschen Rallye-Meisterschaft und zum zweiten Mal in diesem Jahr waren die amtierenden Weltmeister Walter Röhrl und Christian Geisdörfer auf ihrem Lancia Rally in heimischen Gefilden am Start. Mit Spannung erwarteten die Fans das Duell der Weltmeister gegen die deutschen Meister Harald Demuth, Arvid Fischer auf ihrem Audi Quattro. Röhrl hatte von der Papierform zunächst einmal die besseren Karten. Sein Lancia Rally ist besonders auf Asphaltstraßen überlegen und Asphaltwertungsprüfungen waren bei der Rallye Deutschland weitaus in der Überzahl. Dagegen braucht der Audi Quattro mit seinem permanenten Vierradantrieb losen Schotteruntergrund, um seine Überlegenheit demonstrieren zu können. Noch ein wenig zu den technischen Daten. Lancia Rally, 2 Liter Vierzylinder Kompressormotor, 310 PS, 960 Kilogramm Gewicht. Audi Quattro, 2,2 Liter, 5 Zylinder Turbomotor, 360 PS, 1150 Kilogramm Gewicht. Noch ein weiteres Duell sollte bei der Rallye Deutschland ausgetragen werden. Walter Smolay, Werner Hohenadel auf Ford Escort BDA und Jungtalent Erwin Weber mit seinem Co. Gunter Wanger auf Opel Manta 400 streiten sich um den Gewinn der deutschen Meisterschaft 83. Da die Rallye der vorletzte Lauf war, musste hier eine Vorentscheidung fallen. Auch Kalle Grundl, der sympathische Schwede, redet bei der Vergabe des Titels noch ein Wörtchen mit. Damit Grundl mit seinem Werks Golf GTI in Deutschland auch immer den rechten Weg findet, wird er von Klaus Hopfe assistiert. Der Optikermeister aus Ludwigshafen war schon 1977 deutscher Meister gewesen. Start- und Zielort der dreitägigen Veranstaltung war Mainz. Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt bot den Rallyefahrern einen herzlichen Empfang. Donnerstagmorgen am 1. September hob der Minister für Wirtschaft und Verkehr des Landes Rheinland-Pfalz, Heinrich Holkenbrink, für die Startnummer 1 Walter Röhrl und Christian Geisdörfer die Startflagge. Für fast 100 Teilnehmer begann sich nun das Rallye-Roulette zu drehen. 1700 Kilometer lagen vor den Fahrern, mehr als 400 Kilometer Wertungsprüfungen mussten bewältigt werden. Thank you.
Künzelsau am Nachmittag. Die erste große Servicepause für die Teilnehmer. Walter Röhrl nimmt vor seinen zahlreich erschienenen Fans Reis aus. Unter den vielen ausländischen Startern auch ein Exote. Saeed Khalfan aus Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Beruf Polizeichef seines Landes. Hobby Rallyefahren. Und damit seine Polizeitruppe auch ordentlich motorisiert ist, hat er erst kürzlich 15 Audi Quattros geordert. Für Verkehrssünder brechen in Dubai harte Zeiten an. Bei der Rallye Deutschland war er mit einem Talbot Lotus unterwegs. Leider fiel er am zweiten Tag mit technischem Defekt aus. Schade. Gegen Ende der ersten Etappe erwischte es Harald Demuth. Die Reparatur eines Einspritzpumpendefektes dauerte zu lange. Demuth Fischer überschritten die vorgeschriebene 30-minütige Karenzzeit um 2 Minuten und konnten nicht mehr gewertet werden. So führte Walter Röhrl nunmehr unangefochten vor Erwin Weber und Walter Smolay. Die nächsten Plätze nahmen Manni Hero, Porsche Turbo und der Österreicher Sepp Haider auf dem 500er SL ein. Freitagmorgen, 8 Uhr. Eine etwas unheimliche Kulisse empfing die Rallyefahrer auf der Wertungsprüfung 14. Das verfallene Geisterdorf Pfirzfeld. Pfirzfeld liegt direkt neben einem NATO-Flugplatz. Der ohrenbetäubende Lärm der startenden Phantomjäger hat die Bewohner vertrieben. Nun ist das Dorf verlassen. Nur noch eine Familie lebt hier und die wird wohl auch bald wegziehen. Gegen den Lärm der Düsenjäger wirkte die Rallye fast erholsam. Am Mittag erreichte der Rallye-Tross den Nürburgring. Kurz vorher ereilte Erwin Weber das Schicksal. In der 17. Wertungsprüfung rutschte er kurz von der Strecke und demolierte das Heck. Durch den Zeitverlust fiel er auf den 3. Platz zurück. Wenig später versagte die Hinterachse ihren Dienst und Erwin Weber musste gänzlich aufhören. Walter Smolay war seinen ärgsten Konkurrenten los. Für ihn hieß die Devise jetzt: ankommen und Punkte sammeln. Überhaupt hatte die Rallye bislang eine sehr hohe Ausfallquote zu verzeichnen. Obwohl die Wertungsprüfungen keine allzu hohen Anforderungen stellten, waren schon viele Teams durch Unfall oder technischen Defekt ausgeschieden. Auch das schnelle Damenteam Rena Blome, Wiltraut Bertges hatte es erwischt. Ihnen wuchs ein kapitaler Baum in die Flanke des kleinen Samba. Interessiert erkundigte sich Peugeot Talbot Generaldirektor Pierre Baer nach dem Wohlbefinden der flinken Mädchen. Was ist da passiert?
War irgendwas unterwegs oder was? Ich habe natürlich versucht, meine Zeit irgendwo wieder ein bisschen gut zu machen, die ich verloren habe. Und da war ich etwas zu schnell. Und da habe ich einen Baum getroffen. Aber unsere Mechaniker haben das wieder schnell gerichtet. Prima. Vor den drei Runden auf dem Nürburgring wurde eifrig geschraubt. Lange Achsübersetzungen für die Geraden des Nürburgrings mussten eingebaut werden. Walter Röhrl demonstrierte wiederum sein Können. Er fuhr auf der Nordschleife nur etwas mehr als 8 Minuten pro Runde und das, obwohl der Lancia nur knapp 220 Kilometer pro Stunde lief. Eine längere Übersetzung war einfach nicht zu haben. Zweitschnellste waren Sepp Haider und Jörg Pattermann auf dem schweren Daimler-Benz. Ihnen unterlief allerdings ein kleines Missgeschick. Nach drei Runden mussten die Teams den Nürburgring durch die Boxengasse verlassen. Sepp Haider verpasste diese Ausfahrt und setzte stattdessen eingangs Hatzenbach in die Boxengasse zurück. Eigentlich ist so etwas verboten, doch niemand beschwerte sich und so ging diese kleine Sünde ungestraft. Nach wie vor souverän und jedem war klar, dass nur ein technischer Defekt den Sieg des langen Regensburgers hätte verhindern können. Einige weitere prominente Teams erlebten die Pause in Bitburg schon nicht mehr. Wilhelm Meyer, der schnelle Golftreter, eine der wenigen echten Nachwuchshoffnungen im deutschen Rallye-Sport, musste mit einem Schaden an der Vorderachse aufgeben. Thank you.
Ronald Holzer, der Kadett-Cup-Gewinner des Vorjahres, der nun von Opel unterstützt wird, flog in der Wertungsprüfung Birresborn von der Strecke und beschädigte seinen Vorderwagen an einem Holzstapel irreparabel. Rolf Petersen und Andy Bockelmann beendeten die Rallye mit einem kapitalen Motorschaden an ihrem erst gerade erworbenen Ascona 400, einem Wagen, den Ex-Weltmeister Ari Vatanen vor nicht allzu langer Zeit noch gesteuert hatte. Mit dem gleichen Defekt musste auch Reinhard Höfler die Segel streichen. Somit waren fast alle schnellen Opel nicht mehr dabei. Nur noch der gänzlich ohne Training angereiste Däne Jens Ole Christiansen und natürlich Rallye-Trophäengewinner Gustl Brusch hielten die Opel-Fahne mit Erfolg hoch. Samstag, 3. September, der letzte Rallye-Tag. Von den ursprünglich fast 100 Teams waren nur noch 53 dabei. Walter Röhrl hatte inzwischen einen Vorsprung von mehr als 9 Minuten auf Smolaj Hohenadel. Da durch diesen zweiten Platz der Gewinn der deutschen Meisterschaft ein großes Stück näher rückte, riskierten die beiden Escort-Piloten nichts mehr. Dass Röhrl seinen Vorsprung immer weiter ausbauen konnte, störte sie daher nicht. Sepp Haider war mit weiteren 3 Minuten Rückstand Dritter, gefolgt von Manfred Hero und Dietmar Müller auf dem Porsche. Der Weltmeister mit dem ausgeprägten Sinn für das Häusliche leistete sich nun noch eine Extra-Einlage. Als er nach einem Service seine Ehefrau Monika antraf, beschloss er, dass es jetzt an der Zeit sei, diese Häuslichkeit zu pflegen. Also unterhielt er sich angeregt mit ihr und in diesem Augenblick war es ihm auch wurscht, dass er die nächste Kontrolle nicht mehr in der vorgeschriebenen Zeit erreichen konnte. Die Folge? Wegen 5 Minuten Verspätung 50 Strafpunkte. Aber die konnte er sich ja leisten. 4 Wertungsprüfungen vor Schluss kündigte sich bei Walter Smolaj ein Drama an. Auf dem Truppenübungsplatz Schmittenhöhe wurden verdächtige Geräusche von der Hinterachse des Escort registriert. Smolaj wurde immer langsamer und beendete diese WP fast im Schritttempo. Der Vorsprung auf Sepp Haider war dahin, aus dem zweiten unversehens ein dritter Platz geworden, an dem sich bis zum Schluss auch nichts mehr änderte. Letztlich war man bei der Autoindustrietruppe froh, überhaupt angekommen zu sein.
Am Ziel in Mainz ein großer Zuschauerandrang. Röhr Geisdörfer gewannen diese ADAC-Rallye Deutschland überlegen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt habt ihr es geschafft. Ist alles gut gelaufen? Ohne Probleme. Ohne Probleme. Aber seid froh, dass es... Ja, ist vorbei. Ist auf drei Tage. Sie haben natürlich Verständnis dafür, dass der Ministerpräsident der Schluck aus den überdimensionalen Bierkelchen war mehr als verdient. Mit etwas weniger musste da der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Vogel auskommen, der es sich nicht nehmen ließ, zusammen mit ADAC-Präsident Franz Stadler alle Teilnehmer persönlich zu begrüßen. Der Stand der deutschen Meisterschaft lässt für den letzten Lauf in Landshut noch viel Spannung erwarten. Kalle Grundl, der Schwede, führt, muss aber beim nächsten Mal ein Streichresultat abziehen. Walter Smolay ist Zweiter und hat die besten Aussichten auf den Titel. Und Erwin Weber, der Opel-Pilot, braucht schon etwas Glück, um Meister zu werden. Aber wie lautet ein oft zitierter Spruch in Rallyefahrerkreisen? Am Ende wird zusammengezählt. Trier, Europahalle. Freitag, 8. Juli, 8 Uhr. Mit Startnummer 1 geht das belgische Quattro-Team Marc Duet, Willy Lux auf die annähernd 1000 Kilometer lange Strecke der internationalen AVD-STH Hunsrück Rallye 83. Schon seit Jahren zählt diese Hunsrück zu den wenigen bundesdeutschen Veranstaltungen, bei denen auch hochkarätige ausländische Teams an den Start gehen. Der Mannschaft des Sportfahrerteams Hunsrück kann man deshalb nur wünschen, dass das neue Konzept Start und Ziel im verkehrstechnisch günstig gelegenen Trier, Sprintprüfungen anstelle von Rundkursen, von der FISA entsprechend honoriert werden wird. Start Nummer 2 wurde den Italienern Andrea Zanussi, Paolo Spolon auf dem Lancia Rally zugewiesen, diesem automobilen Exoten, der Konkurrenz in diesem Jahr schon allzu häufig um die Ohren gefahren ist. Vor dem Start dieses Teams
hatten die technischen Kommissare jedoch die in Deutschland obligate Funkmessung gesetzt. Satte 120 dB zeigte das Messgerät im ersten Versuch an. Genau der richtige Sound, um italienische Rallye-Fans anzuheizen. Für nüchterne, umweltbewusste Mitteleuropäer allerdings erheblich zu viel des Guten. Beim zweiten Versuch klang der Lancia bereits deutlich gedämpft. Vorgeschriebene 100 Phon lagen jedoch immer noch in unerreichbarer Ferne. Letztendlich löste man das Problem in bewährt südländischer Manier. Die Messdrehzahl 4500 Umdrehungen pro Minute wurde von den Lancia-Mechanikern höchstpersönlich ermittelt. So geregelt ergab die Phonmessung den erforderlichen Wert. Die deutsch-italienische Freundschaft blieb erhalten und die Zuschauer kamen letztlich doch in den Genuss des wohl schärfsten Rallye-Geschosses der automobilen Neuzeit. Bleiben wir bei unseren ausländischen Freunden. Mit Startnummer 4 Russell Brooks, Ronan Morgan auf einer bärenstarken Vauxhall Chevette. Brooks gehört zu der nicht seltenen Sorte von Spitzenpiloten, der man beruflich jeden Allerweltsjob nur nicht das Driften über staubige Schotterpfade zutrauen würde. Rein äußerlich ist er ohne weiteres der Kategorie gehobene Beamtenlaufbahn zuzuordnen. Agiert der Brite jedoch am Volant, wird sofort überdeutlich, hier geht ein Vollblutprofi zu Werke. Völlig anders hingegen US-Boy John Woodner, Startnummer 8. Der amerikanische Vizemeister mit der Statur eines Westernhelden vermittelt den Eindruck, als würde er tagtäglich Rallye-Autos zu Kiloware verarbeiten. Sein Auftreten im Land der Hinkelsteine verlief aber eher unrühmlich. Richtig in Szene setzen konnte sich Woodner zu keinem Zeitpunkt der Veranstaltung. Dies zur prominenten ausländischen Besetzung. Erwähnenswert allerdings auch noch Kalle Grundl, der Golftreter, und Sepp Haider auf dem 1,5 Tonnen Daimler, zwei Spitzenfahrer, die schon seit längerem zum Inventar der deutschen Szene zählen. Die einheimischen Favoriten altbekannt. Harald Demuth, Audi Quattro, Startnummer 3. Erwin Weber, Opel Manta mit der 5. Manfred Hero, Porsche 930, Startnummer 6. Und mit der 11, der Führende in der Meisterschaft, Walter Smolay, auf Ford Escort. Wie bei nahezu allen deutschen Rallyes von Rang, trat auch bei der Hunsrück das Militär als einer der Hauptsponsoren auf. Ohne den vornehmlich von US-Streitkräften benutzten Truppenübungsplatz Baumholder mit seinem über 200 Kilometer langen Wegenetz ist diese Veranstaltung nicht denkbar. Statt monumentaler Panzer driften bei dieser Rallye jedoch hochgezüchtete Automobile über das weitläufige Terrain. Gleich auf den ersten Prüfungen demonstrierte Harald Demuth, wer Herr im Hause ist. Lässig übernahm er die Führung vor seinem belgischen Markenkollegen Duet. Andrea Zanussi hingegen beendete seinen Ausflug zur Hinkelstein-Tour frühzeitig, aber standesgemäß. In WP3 suchte er zielstrebig einen der zahlreichen Vertreter dieser steinigen Gattung auf, was nicht nur der Optik des Lancia, sondern auch weiterem zügigen Vorankommen mehr als abträglich war. Erwin Weber startete die Hunsrück 83 ebenfalls ungestüm und ließ ahnen, dass er Großes plante.
Hier in Maywald, auf der dritten Wertungsprüfung, nahm der Youngster kurz entschlossen unseren Kameramann aufs Korn und begnügte sich, nachdem er diesen nur knapp verfehlte, mit diversen abgeräumten Richtungspfeilen. Stop.
stop, 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 stop. Ein leicht zerknittertes Mantadach, installierte eine neue Frontscheibe und weiter ging's. Die internationale AVD-STH Hunsrück Rallye ist sicherlich die härteste Veranstaltung im Terminkalender der deutschen Meisterschaft. Derartige Waschbrettpisten belasten auch speziell für solche Beanspruchungen hergerichtete Fahrzeuge bis an die Grenze. Und mächtige Steinbrocken rechts und links der Piste üben auf so manchen Fahrer eine geradezu magische Anziehungskraft aus. Vor allem aufgrund der extrem langen Wertungsprüfungen werden an das Reifenmaterial höchste Ansprüche gestellt. Plattfüße, häufig gleich serienweise auftretend, sind auf den extremen Schotterstrecken beileibe keine Seltenheit. Am Abend des ersten Rallye-Tages lautete das Klassement wie folgt. Demuth Fischer führten souverän. Ihr Vorsprung betrug fast 5 Minuten. Prüfungen auf Platz 2, Smolay Hohenadel. Walter Smolay befand sich in ausgezeichneter Fahrlaune und der bestens präparierte Escort BDA lief problemlos. Dritten Rang Weber Wanger. Erwins Kopfstand und ein anschließender Reifenschaden hatten dem Team zugesetzt. Ebenfalls durch kleinere Probleme gehandicapt Duet Lux. Sie liefen zu diesem Zeitpunkt auf Platz 4 ein. Die Wertungsgruppe A wurde wie üblich von Grundl Hopfe angeführt. Der Golf GTI mit dem fixen Schweden am Steuer stellt derzeit das absolute Maß aller Dinge in dieser Gruppe dar.
Im Gesamtklassement belegte er den 9. Rang. Mit respektvollem 2 Minuten Abstand auf den weiteren Positionen die Streithähne der Rallye-Trophäe Bruschaller vor Holzer Holzer. Bei den Mädels führten einmal mehr überlegen Rena Blome, Wiltraut Berkes, die im Übrigen auch in ihrer Klasse dominierten. Die Talbot-Pilotin legt ohnehin großen Wert darauf, viel mehr an ihren Leistungen im gesamten Feld als an ihrer weiblichen Konkurrenz gemessen zu werden. So gesehen war der 23. Gesamtrang zur Pause mit dem kleinen Auto mehr als beachtlich. Bei der Hunsrück lief es für dieses Team eben richtig gut. WP13, Samstagmorgen. Das Rallye-Roulette dreht sich weiter. Wie üblich nach der Zwangspause starteten die Fahrzeuge in der Reihenfolge des Gesamtklassements. Auf dieser Wertungsprüfung boten sich in einer schlammigen Spitzgehre interessante Fahrstudien an. Zunächst die Quattros. Harald Demuth ging diese Kurve etwas zu sorglos an und musste zurücksetzen. Die konzeptionellen Nachteile des Quattro wurden deutlich. Zu großer Wendekreis, keine rallye-taugliche Handbremse. Marc Duet machte die Sache schon besser, musste aber mächtig weit ausholen. Bei Alfons Hohenester hingegen hatte man den Eindruck, er führe einen Hecktriebler. Besser konnte man dieses Gerät nicht um eine solche Spitzgehre bewegen. Noch am frühen Morgen sollte eine erste Vorentscheidung fallen. SOS-Funkrufe von Demuth Fischer. In der mit 72 Kilometern längsten Wertungsprüfung setzte am führenden Audi eine wahre Kettenreaktion von Defekten ein. Nach einem Reifenschaden ging der hintere rechte Bremssattel fest. Anschließend quittierte das Hinterachsdifferential den Dienst. Und zu guter Letzt war ein zweiter Plattfuß zu vermelden. Den Quattro-Mechanikern blieb keine andere Wahl, als auf dem Serviceplatz sämtliche Utensilien einzuladen und dem weitwunden Automobil Richtung WP-Ende entgegenzufahren. In derselben Prüfung traf es auch Duet Lux bei ihrer Aufholjagd. Man nahm einen Rechtsknick zu zügig und ein Hinkelstein beendete abrupt die starke Vorstellung des sympathischen Belgiers. Thank you.
Von nun an schlug die Stunde des Walter Smolay. Smolay lag in Front, allerdings nur wenige Sekunden vor seinem größten Rivalen in der deutschen Meisterschaft 83, Erwin Weber. Jeder erwartete, dass der Manta-Pilot zum Generalangriff blasen würde. Dennoch konnte Smolay zum allgemeinen Erstaunen trotz leistungsmäßig unterlegenem Fahrzeug seinen Vorsprung leicht ausbauen, fuhr zu diesem Zweck freilich, wie er sich ausdrückte, auf dem letzten Hemd. Die Rallye wurde durch diesen Zweikampf zum Krimi. Die halbe Prüfung ohne Auspuff fahren, du hast kein Wort verstanden. WP 19. Zum zweiten Mal stand die sogenannte Panzerplatte mit 72 Prüfungskilometern auf dem Programm. Diese Etappe, das war logisch, musste die Entscheidung über Sieg und Niederlage erbringen. Gespannt warteten die Beifahrer auf ihre Stempelzeit, bevor es wieder hieß, Helm auf zum Gebet. Apropos Gebet und Beifahrer. Beifahrer sind das Hirn im Rallye-Mobil. Alles müssen sie im Kopf haben. Reglement, Sollzeiten, WP-Zeiten, aktuelle Platzierungen und. Ebenso sind die Co's für die Organisation des Umfeldes zuständig. Hotelbuchungen, Trainingskilometer, Servicepläne. Dass sie das Gebetbuch mit der nötigen Sorgfalt anlegen und während der Veranstaltung fehlerfrei vorlesen, selbst dann noch, wenn ihre Piloten mal allzu hektisch in die Lenkradspeichen greifen, versteht sich von selbst. Beifahrer müssen immer funktionieren. Ihre Fahrer aufrüsten, bremsen, antreiben. That's Rally. Zurück zu WP 19. Diese Etappe brachte tatsächlich die Entscheidung. Walter Smolay gab alles, aber wie schon so häufig in einer Schlüsselsituation fehlte ihm das notwendige Quäntchen Glück. Diesmal spielte die Kupplung einen Streich. Smolay Hohenadel blieben mitten in diesem verfluchten Truppenübungsplatz Baumholder ohne Vortrieb stehen. Somit war der Weg frei für Erwin Weber. Schließlich konnte Harald Demuth seinen Rückstand auf den neuen Leader auch bei äußerstem Einsatz nicht mehr aufholen. Am Ende fehlten 2 Minuten 5 Sekunden auf den Manta-Fahrer. Für Weber Wanger bedeutete dieser Erfolg den dritten Saisonsieg in Folge. Ein gelungener Hattrick und die deutsche Meisterschaft rückt in greifbare Nähe. Indessen wurde auch auf den weiteren Plätzen hart gefightet. Die Führenden der deutschen Rallye-Trophäe, Brusch Schaller, lagen während der gesamten Veranstaltung mit den Gebrüdern Holzer, den Zweitplatzierten dieser Wertung, im Clinch. Letztendlich hatte das Manta-Team Holzer-Holzer dann die Nase doch noch vorn und belegte den 7. Gesamtrang. Unser charmantes Damenteam Blome-Bertges schließlich verbesserte sich bis zur Zieldurchfahrt auf einen exzellenten 13. Platz mit dem 1300er Samba. Leider auch ein unerfreuliches Ergebnis bei dieser so hervorragend durchgeführten Hunsrück 83. Sepp Haider, Peter Diekmann fuhren sich mit dem Daimler der Scuderia Kassel einmal mehr in die Herzen der Zuschauer und wurden zunächst verdiente Dritte. Nach der Zieldurchfahrt wurde ihrem Ergebnis plötzlich eine umstrittene Strafminute wegen Frühstarts von den Sportkommissarinnen zugerechnet und Haider Diekmann fielen somit hinter Hero Müller auf den 4. Platz zurück. Porsche-Fahrer Manni Hero hatte während der gesamten Rallye mit seinem Turbo große Probleme und musste die letzten WPs ohne Kupplung zurechtkommen. Um an den Spezialetappen überhaupt starten zu können, nahm Hero deshalb fremde Hilfe in Anspruch. Und dies ist nicht erlaubt. Haider Diekmann, wohl verärgert über ihre Frühstartminute, legten folglich Protest gegen das Porsche-Team ein und die Sportkommissare entschieden getreu den Buchstaben des Gesetzes. Hero Müller wurden aus der Wertung genommen.
Glücklicherweise doch nur ein unrühmliches Intermezzo einer auch 1983 rundum gelungenen Hunsrück-Rallye. Kirchheim. Seit Jahren ist das Motel Center Kirchheim an der Autobahn Frankfurt-Kassel in der Nähe des schönen Festspielortes Bad Hersfeld gelegen, Dreh- und Angelpunkt der internationalen ADAC Rallye Hessen. Hier befindet sich das Rallye-Hauptquartier, die Abnahme, der Start, das Ziel. Und sogar ein Großteil der Teilnehmer und Servicemannschaften lässt sich während der Rallye-Tage hier nieder. Diese sicherlich unbestreitbaren Vorteile werden allerdings nicht ohne Nachteil erkauft. Der hautnahe Kontakt zur Bevölkerung fehlt. Eine Atmosphäre, wie sie zu Zeiten existierte, als Start und Ziel noch in Bad Hersfeld lagen, kann hier nicht aufkommen. Nur wenige Normalsterbliche verirren sich in das abgelegene Areal des Motel Centers. Und so bleiben die Rallye-Fans halt unter sich. Die 32. Auflage der Hessen-Rallye zählte zur Rallye-Europameisterschaft, Koeffizient 2, und zur internationalen deutschen Rallye-Meisterschaft. Sie stand ganz im Zeichen der Frage, ob der erstmals nach seinem schweren Unfall in die Lenkradspeichen des Audi Quattro greifende, amtierende deutsche Meister Harald Demuth wieder ganz der Alte sein würde.
Demuth, noch an Krücken humpelnd, war sich seiner Sache längst nicht gewiss. Für ihn war Durchhalten und Ankommen jedenfalls viel wichtiger als Siegen. Als heiße Anwärter auf den Gesamtsieg galten aber vor allem Erwin Weber und Gunter Wanger. Seit der Metz-Rallye, wo man erstmals mit dem neuen Opel Manta für Furore gesorgt hatte, muss man Jungtalent Erwin Weber zum engsten Favoritenkreis rechnen. Der zu Beginn des Jahres noch als ewiger Dritter apostrophierte Weber soll nach dem Willen der Opel-Gewaltigen mit dem neuen Geschoss zum ewigen Ersten befördert werden. Der 24-jährige Student der Kfz-Technik ist das wohl größte Rallye-Talent der letzten Jahre in Deutschland. Behutsam aufgebaut von seinem Ziehvater Wulf Biebinger, strebt er jetzt höhere Ziele an. Hierzu ist ihm der Opel Manta exakt auf den Leib geschneidert. Das Automobil mit der sündhaft teuren, aber extrem leichten Kevlar-Karosserie wiegt einsatzfertig nur noch 960 Kilo. Und damit diese Plastikflunder auch ordentlich Schub behält, wurde der 2,4 Liter 16-Ventilmotor noch einmal überarbeitet. Das Resultat? 275 PS. Zum engeren Favoritenkreis der diesjährigen Hessen mussten auch das Porsche Turbo-Team Hero Müller, Smolai Hohenadel auf dem Autoindustrie Ford Escort und der für seine spektakulären Kabinettstückchen von den Fans heiß und innig geliebte Österreicher Sepp Haider gezählt werden. Haider, von Co-Peter Diekmann geleitet, pilotierte mit dem Kasseler Mercedes-Benz 500 SL wiederum das Dickschiff der Flotte. Der neue Fahrtleiter der Hessen-Rallye, ADAC-Gausportleiter Dr. Erhard Öhm, schickte die Teilnehmer pünktlich ab 15.30 Uhr auf die mit 23 Wertungsprüfungen gespickte Strecke. Mit Start Nummer 1, Harald Demuth, Arvid Fischer. Demuth hatte man zur Schonung seines noch nicht ausgehaltenen linken Knies eine über den Schalthebel zu betätigende elektrische Kupplung in den Quattro eingebaut. Auf Knopfdruck trennte diese Kupplung. Ließ man besagten Knopf los, rastete die Kupplung ein. Mit der 2 Hero Müller auf dem bärenstarken Porsche Turbo. Ihr erklärtes Ziel, Ausbau der Führungsposition in der deutschen Meisterschaft. Start Nummer 3. Unsere Favoriten Erwin Weber und Gunter Wanger. Gebrauchtwagenhändler aus den L.A., die Fahrzeuge, der kommt später aus die Rande, Gesamtsieger der Hinterlandrallye dieses Jahres, hier zusammen aber mit Walter Smolai und jetzt zusammen mit Werner Hohenadel. Auch Werner Hohenadel war hier schon Zweiter 1980, aber mit Reinhard Heimbach und Vierter 1978 zusammen mit Wolfgang Thierry. Im Moment liegen die beiden auf dem zweiten Platz in der deutschen Meisterschaft. Die Geschichte der Hessen-Rallye 1983 begann mit einem Knalleffekt. Kaum waren die ersten Meter der WP1 absolviert, geschah ein Unfall, der den Ablauf der gesamten Veranstaltung entscheidend prägen sollte. Diese, Originalton Demuth, eindeutig dumme Aktion hätte den Mitfavoriten fast aus dem Rennen geworfen. Die Mechanikertruppe um Konrad Schmidt machte jedoch Unmögliches möglich. Mitten in dieser ersten Wertungsprüfung wurde dem Audi ein neuer Ölkühler angelegt und weiter ging's. Arg ramponiert bei diesem Crash wurde aber auch Demuths Psyche. Keine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Aufholjagd. Ja, ich hab gestanden. Das ist der Ölspur, hä?
Und mit dem Baum, der war noch 20 Meter weg. Ja, ihr habt das zusammengekriegt. Währenddessen markierte Erwin Weber hier Bestzeit, wurde Manfred Hero Zweiter und Sepp Haider wuchtete den 500 SL auf Rang 3. Truppenübungsplatz Schwarzenborn. Auf dieser riesigen Spielwiese der Bundeswehr toben sich einmal im Jahr auch die Rallye-Cracks aus. Allein 9 der 23 Wertungsprüfungen wurden im Verlauf der beiden Rallye-Tage ganz oder teilweise auf diesem Truppenübungsplatz ausgetragen. Mit anderen Worten, über die Hälfte aller Wertungsprüfungskilometer wurde hier bei der Hessen 83 gefahren. Und was es sonst immer seltener gibt, hier ist der Schotter in seiner schönsten Form noch reichlich vorhanden. Schwarzenborn-Prüfungen sind vom Feinsten, was die deutsche Rallye-Meisterschaft zu bieten hat. Der Bundeswehr gebührt der berechtigte Dank aller Rallye-Fans.
Im ersten Durchgang Schwarzenborn gelang es Erwin Weber, sich vom übrigen Feld abzusetzen. Nach 5 Wertungsprüfungen konnte er über 2 Minuten Vorsprung verbuchen. Überraschender Zweiter zu diesem Zeitpunkt schon Sepp Haider. Haider war gewohnt spektakulär unterwegs, profitierte mit seinem etwas schwerfälligen Gerät, aber auch vom Pech der anderen Favoriten. Probleme in Schwarzenborn bekam unter anderem auch Manny Hero. In WP5 spielte seine Hinterachse nicht mehr so richtig mit. Dies hinderte den Saarländer jedoch nicht an einer recht flotten Gangart, die ihm aufgrund der eigenwilligen Straßenlage des Porsche 930 einige Aha-Effekte einbrachte. Am nächsten Service war Hero dann voll in seinem Element. Bei den Heros kocht der Chef persönlich. So kennt man ihn seit Jahren. Trotzdem, dieser Defekt sollte für Hero Müller das spätere ausbedeuten. Auch Walter Smolay hatte bis Schwarzenborn schon sein Fett abbekommen. Gleich in der ersten Wertungsprüfung durfte er Maximalzeit notieren lassen. Anschließend bereitete das Getriebe Schwierigkeiten. Der Rückstand auf den Führenden über 9 Minuten. Wegen eines Defektes an der Hinterachse, bereits nicht mehr mit von der Partie, war der schnelle Hartke BMW unter dem Schweden Ingvar Carlsen. Kurz nachdem Kalle Grundl den Wettbewerb im Steinwerfen gewann, bekam auch er Trabel und strebte dem Ziel der Wertungsprüfung 5 in verhaltener Fahrt entgegen. Bislang ohne Probleme Friedhelm Kissel, Hardy Michel auf dem Gruppe 2 Golf. Kissel genießt unter den Rallye-Freaks ebenfalls den Ruf eines potenziellen Quertreibers. Auf dem Bundeswehrgelände bewies er einmal mehr, dass man ihm dies zu Recht nachsagen darf. In den späten Abendstunden arbeitete sich Harald Demuth wieder auf den dritten Platz vor. Trotz seines Getriebewechsels, das Getriebe vertrug die elektrische Kupplung nicht, konnte sich der Meister von 1982 wieder nachdrücklich in Szene setzen. Um jedoch einem weiteren Getriebedefekt vorzubeugen, kuppelte er von nun an mit dem ledierten Bein. Es tut verdammt weh, kommentierte Harald. Und wer ihn nachts in der Pause in Hungen sah, wusste, dass der Quattro-Pilot körperlich ausgelaugt war. Am nächsten Morgen gingen Weber Wanger mit 115 Sekunden Vorsprung in die zweite Schleife. Und um zu demonstrieren, wer denn nun diese Rallye anführte, setzte man auf der altbekannten Friedendorfer Kuppe in WP14 zu einem mächtigen Satz an. Der Tag stand jedoch ganz im Zeichen von Harald Demuth. Als gäbe es keine Knieverletzung, fetzte er wie Erlkönig himself über die Prüfungen und markierte eine Bestzeit nach der anderen. Am Ende gewannen Demuth Fischer alle WPs dieses Tages. Der Quattro-Pilot wurde damit zum Sieger über sich selbst und über alle, die da glaubten, ihn abschreiben zu können. Nur weitere technische Schwierigkeiten verhinderten, dass das Audi-Team in der Gesamtwertung noch weiter nach vorne kam.
Unterdessen hatte aber auch Opel-Fahrer Weber technische Schwierigkeiten. Die Hessen-Rallye 83 begann wieder dramatisch zu werden. Denn wie ein Uhrwerk lief der Daimler der Scuderia Kassel. Sepp Haider geriet in Schlagdistanz zur Spitze. Überhaupt, die Aktionen des Österreichers wurden am meisten beklatscht. Bekam man als Zuschauer aufgrund des staubigen Terrains schon eh einen leichten Grauschleier, so sah man spätestens nach der Durchfahrt des Saalbacher Hoteliers im gepflegten Daimler aus wie der besagte panierte Saubär. Merke, Rallye-Fans mögen's so. Zum Schluss griff Kalle Grundl auf dem Werksgolf noch einmal tief in seine Trickkiste und demonstrierte den hocherfreuten Zuschauern eine echt schwedische Hechtrolle. Bei den Standversuchen gab es anschließend jedoch Probleme. Erst hilfreiche Zuschauer vermochten den VW wieder auf die Räder zu hieven und Grundelhopfe erreichten mit etwas Verspätung und fehlender Frontscheibe ihren Service. Hier wurde dann alles schnell wieder gerichtet. Eine moderne Rallye ist ohne diesen Service sowieso kaum vorstellbar. Die Ausfallquoten wären erschreckend und legen wohl nahe bei 100%. Fast kein Team kommt während einer solchen Strapaze ungeschoren davon. Irgendetwas geht immer kaputt und dann müssen eben die Servicetruppen in den blauen Kitteln zufassen, damit das wieder gerichtet werden kann, was die Herren Fahrer vorher zertrümmert haben. Dass auch Ladies am Steuer nicht alles heil lassen, nur nebenbei bemerkt. Gleich schieben, 2 Minuten. Los, Stück zurück. Los, auf! Die souveränen Sieger dieser 32. internationalen ADAC-Rallye Hessen wurden nach 890 Kilometern Gesamtstrecke Erwin Weber und Gunter Wanger auf dem Manta 400 des deutschen Opel-Teams. Für den sympathischen Youngster ist es der erste Gesamtsieg bei einem deutschen Meisterschaftslauf. Sicherlich jedoch nicht der letzte. Die konsequente Förderung dieses Fahrtalents durch das deutsche Opel-Team hat mit dem Sieg bei der Hessen 83 einen vorläufigen Höhepunkt erreicht.
hoffen wir, dass dieser vorläufige Höhepunkt noch lange kein endgültiger ist. Bei der Opel-Truppe sind die Perspektiven jedenfalls höher angesiedelt. Am zweiten Platz von Sepp Haider änderte sich nichts mehr. Der Österreicher hat sein Soll erfüllt. Die Fans, insbesondere die Verstaubten, waren vollauf zufrieden. Dritter wurde der bravourös kämpfende Harald Demuth. Demuth erzielte 16 Bestzeiten. Nachdrücklicher kann man wohl kaum unter Beweis stellen, dass man wieder mit von der Partie ist. Vierte und damit Meisterschaftslieder, Smolai Hohenadel, auf dem Autoindustrie-Escort. Die deutsche Rallye-Meisterschaft 1983 aber ist noch völlig offen. Und wie es scheint, wird sie auch erst ganz zum Schluss entschieden. Neue Akzente jedoch sind gesetzt worden.